So Leute, ich darf euch natürlich nicht sagen, wo ich bin. Ich bin in Kalifornien, aber ich darf euch hier die Anlage nicht zeigen, wo ich jetzt abgeladen habe. Auf jeden Fall schaut es so aus, wie wenn da ein Kollege von mir kommt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich werde jetzt dann, habe schon mal versucht aufzunehmen im Film in North Dakota, war scheiße, habe es wieder gelöscht und probiere es jetzt nochmal. Reden wir später wieder. So, jetzt habe ich kurz mit meinem Kollegen gesprochen. Er hat ein Problem gehabt. Dem hat es gestern ein Luftbike verrissen. Verrissen, hat es ihn angeschissen. Verrissen hat es ihn. So, ich habe jetzt noch 3 Stunden. Ja, nur noch 2 Stunden und 57 Minuten. Hey, so spritzt da mein Fenster. Und 57 Minuten, also knapp 3 Stunden. Ich hoffe, dass ich nach King City machen kann, auf den kleinen Rasthof. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ansonsten muss ich mittel in der Pampa irgendwo stehen. Ich habe noch eine Flasche Wasser. Continue 3/4 of a mile. Ja, auf jeden Fall hat ihn den Luftbike zerrissen. Er ist schon seit Kirschen hier gewesen. Eine Stunde von hier. Konnte dann natürlich nicht abladen, Kirschen. Aber so ist es. Ich habe es am Donnerstag nicht über die Grenze geschafft. Wir haben beide gleichzeitig geladen in der gleichen Firma. Und er war dann quasi einen Tag früher unterwegs. Und schau, er konnte es auch nicht machen, weil es ihm der Luftbike zerrissen hat. Krass, echt krass. So, dann werde ich jetzt umschalten auf die andere Kamera. Denke ich.
traffic light. Wahnsinn. Das ist so groß. Wir haben so große Farmen.
Natürlich alles Monokultur. Und das einzige Grüne, was man hier sieht, ja, hier am Weg ist an der Straße, sieht man ein paar Gräser, aber sonst sind nur die Farmen grün. Ja, die werden ja künstlich gewässert. Alles andere, die ganze Berge, alles braun. Ich verstehe das nicht, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich dachte, Kalifornien ist immer grün. Nein, ist es nicht. Seltsam. Und ehrlich gesagt, es schaut jetzt nicht wirklich so spannend toll aus. Absolut nicht. Aber so ist es halt. Auf jeden Fall ist es warm. Da gibt es im Norden in Kanada Leute, die haben immer Schnee. Und ich sitze hier bei 30 Grad. Ist auch nett, oder? Nett, nett. Sehr nett. So, ich stehe jetzt in the middle of nowhere. Ach, da kommt der Lastwagen. Ein Lastwagen. In the middle of nowhere. Keine Ahnung. Ich habe geschaut, diese Ortschaft, oder das ist gar keine Ortschaft, das sind ein paar Häuser. Keine richtigen Wohnhäuser, sondern Geschäfte. Also. Da kann man mal die Straße runterschauen. Da ist nichts Besonderes. Hier ist noch ein Burger King. Ist es ein Burger King? Ich glaube schon. Burger King. Und hier ist ein Motel oder was immer das auch ist. Schaut so aus. Und hier ist noch ein nettes Haus, aber auch keine Ahnung, was es sein soll. Vorne ist noch eine Tankstelle. Und hier bin ich. Und hier mache ich jetzt Schluss für heute. Bin irgendwie kaputt, das ist heute auch schon da. 13 Stunden. Und das reicht heute wieder. Also 13 Stunden Arbeit, nicht 13 Stunden Fahrt, sondern 13 Stunden Arbeit. Und meine Augen brennen. Ich glaube, ich bin etwas müde. Und ich glaube, hier gibt es leider nichts zum Duschen. Ich wollte eigentlich noch weiterfahren bis nach King City, aber von der Zeit her reicht es nicht. Und dort gibt es auch nur eine kleine Tankstelle, nichts Besonderes. Ja. Also von dem her bin ich hier ganz gut aufgehoben. Die von der Logistik, Disponente und so weiter und so fort, die sagen zwar, fahr bitte so weit du kannst, damit morgen mehr Zeit hast. Aber wenn man müde und schlapp ist und 13 Stunden schon hinter sich hat, dann ist einem das auch egal. Was die Wolle. Scheißegal, was die Wolle. So. Ich habe jetzt noch eine Wasserflasche, das ist alles. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht weiterfahren, weil wenn ich da irgendwo mit in der Pampa anhalten muss, wo gar nichts ist, und dann bloß eine Wasserflasche, dann ist das ziemlich scheiße. Deswegen bleibe ich hier. Hier gibt es leider keinen richtigen Autohof. Ich glaube auf der anderen Seite vom Highway, da gibt es auch noch so einen ähnlichen Platz wie das hier. Und da habe ich ein paar LKWs gesehen. Hier unten stehen auch ein paar LKWs in der Straße. Hier steht jetzt ein Baum, da habe ich einen Shuttle. Das ist auch ganz okay. Mal schauen, wie lange ich da noch Shuttle habe. Weiß ich nicht. Gut. Dann machen wir Schluss für heute. Macht's gut. Schönen Abend noch. Tag. Ach, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Habe die Ehre. Viel Zeit. Servus.